Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal allerdings indirekt nur mit Transformers verbunden. Um einfach mal es kurz zu erklären. Dieses Modell ist aus der Serie Macross, ein 1:55 Valkyrie Starfighter. Diese Figur ist quasi, oder besagt dieses Fahrzeug, was sich in einen Roboter verwandelt, ist eigentlich ein sogenannter Kampfkreuzer, der gegen die Centraidi, einem außerirdischen Volk, eingesetzt wird und quasi, ja, man mag es kaum glauben, ein Düsenjet, der quasi auf einem fliegenden Flugzeugträger durch das Weltall fliegt und sich verwandeln kann in einen Roboter. So viel dazu. Allerdings kennt jeder eingefleischte Star Wars Fan dieses Modell schon aus den 80er Jahren von den Transformers. Denn diese Figur ist ein Nachbau von, ja, ihr habt es vielleicht schon erraten, von, ja, ratet mal, Jetfire. Genau das gleiche Modell. Das Einzige, was bei diesem Bausatz fehlt, ist quasi obendrauf diese Aufsätze halt mit Waffen. Die sind leider hier nicht vorhanden. Allerdings hat diese Figur einige andere nette Extras und ansonsten ist es 1:1 der gleiche Bau. Nur eben eine etwas andere Farbe auch. Ich finde sie einfach nur geil. Die Figur wurde rausgebracht von Bandai und wird in diese richtig schicken Box quasi geliefert. Hier oben mit dem großen Logo quasi der Macross Flotte. Und hier haben wir jetzt das VF1S Modell von dem Piloten Roy Fokker. Roy Fokker hat allerdings eigentlich im Robotermodus an dem Brustkorb quasi ein anderes Cockpit. Das wird in diesem Bausatz mitgeliefert. Das heißt, wir können hier die Scheibe vorne abmachen. Ganz einfach. Und können die durch diese ersetzen. Eine schwarze mit einem Totenkopf drauf. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Es macht auch was her. Ich lasse jetzt einfach erstmal kurz drauf und zeige euch jetzt einfach mal das Zubehör erst einmal. Geliefert wird diese Figur mit dem typischen Blaster. UM Spacey. Und noch mit einer kleinen Halterung, dass diese Waffe quasi am Arm befestigt werden kann. Das heißt, sie kann in die Hand genommen werden, beziehungsweise hier unten festgemacht werden und unter dem Ellenbogen quasi so befestigt werden. Die Figur wird ansonsten noch geliefert mit 5 kleinen Raketen, die auch hiermit abgeschossen werden können. Ich habe sie jetzt allerdings hier in dem Gussrahmen gelassen. Ich fand das irgendwie besser, weil ich sie sowieso nicht in Benutzung habe. Die Figur an sich wird geliefert in einem hellen Grau. Hat hier vorne überall Metallteile. Auch das komplette Landetriebwerk ist quasi, also komplett aus Metall. Was ich auch geil finde. Vor allem diese Klappen sind auch vorhanden und funktionieren vollkommen, dass man das quasi komplett verdecken kann. Und es ist richtig bündig abgeschlossen. Das Tolle ist, hier vorne ist ein kleiner Schalter. Wenn man da drauf drückt, kommt das Landungsgestell rausgesprungen mit einer Federung. Die Federung, ich kann sie euch leider so jetzt schlecht zeigen. Na, vielleicht kriegen wir es so hin. Ja, jetzt sehen wir es. Innen drin eine sehr starke Feder, mit der natürlich dann das Fahrgestell hinaus katapultiert wird. So, wie gesagt, ihr könnt es komplett reinklappen. Hier ebenso, das klappt jetzt einfach erstmal hoch, klappt es runter und hier hinten einfach rein. Ich sag euch gleich, seid bitte vorsichtig, wenn ihr den Finger hier habt mit eurem Knöchel, habt ihr auf keinen Fall vorne. Es tut höllisch weh, wenn das nach vorne schnallt, weil es komplett Metall ist. Glaubt mir, ihr kriegt blaue Knöchel. Seid da sehr vorsichtig. Dieses Raumschiff selbst hat hier unten den Roboterkopf mit den Laserkanonen. Das mag am Anfang ein bisschen merkwürdig aussehen, allerdings ist das in dieser Serie auch erklärt. Es ist der Sensorkopf, der quasi das Weltall abtastet und natürlich unten noch die Kanonen dran. Finde ich eigentlich sehr simpel erklärt und trotzdem sehr geil gemacht. Die Figur hat ziemlich viele Details. Man sieht einmal hier die
diesen Sticker von dem Piloten Roy Fokker. Er hat die Armada oder die Geschwadernummer 001. Ansonsten natürlich auch hier vorne ziemlich cool. Es sind ziemlich viele coole kleine Details drauf. Ihr seht Emergency Entrance Control. Auch hier an der Seite You on Spacey. Hier natürlich auch nochmal Warnhinweise. Unten drunter nochmal schöne Erklärung. Auch finde ich sehr geil gemacht. Die finden sich hier oben auch nochmal. Warning. Einfach nur geil. Also die Details an dieser Figur sind einfach mega. Hier oben habt ihr sie auch nochmal. Einmal andersherum vielleicht. Ja, ihr seht, es ist schon ein bisschen abgeplatzt leider. Ansonsten auch hier die Details überall vorhanden. Auch hier 001. Und hinten dann nochmal die 313, was ich allerdings nicht so ganz verstehe, weil eigentlich ist die Figur aus dem Geschwader 001, aber naja, gut, okay. Auch die Totenköpfe hinten, sehr schön. Und die Verwandlung ist auch sehr simpel. Diese Figur hat allerdings aus der Macross Saga 2 zusätzliche Transformationen. Einmal den sogenannten Gearwalk-Modus und einmal natürlich einen Roboter-Modus. Der Gearwalk-Modus ist ganz simpel. Ihr klappt einmal hinten die Seitenruder nach oben. Klappt dann einmal die Beine so nach unten. Klappt die hier auseinander. So. Und theoretisch ist es jetzt so schon fertig. Allerdings werden jetzt hier die Beine kurz runtergeklappt, die Arme herausgeklappt. Man sieht auch hier schön, es sind überall wieder Metallteile vorhanden, was ich eigentlich richtig geil finde an dieser Figur. So, ihr klappt dann einfach die Arme so heraus, klappt dann allerdings wieder die Beine zurück. Hier ebenso. Dass die Arme quasi hier unten drunter sind. Und schon haben wir, wenn wir die Hände herausklappen, den sogenannten Gearwalk-Modus. Ja, ihr kennt es bestimmt auch von Transformers allgemein. Sehr viele Toys werden mittlerweile mit Gearwalk-Modus und so weiter ausgeliefert. Finde ich, es ist natürlich geklaut, eindeutig von Macross. Denn Macross hatte diesen Gearwalk eigentlich als erstes. Von den Ideen her. Wie ich schon vorhin erwähnt hatte, könnt ihr die Waffe hier unten unter dem Arm befestigen oder halt natürlich auch hier oben in den Arm stecken. Dieses Seitenteil bleibt dann hier drinnen befestigt. Das könnt ihr auch da dran lassen. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, diese Figur in den Robotermodus versetzen. Dazu ganz einfach klappt ihr die Füße wieder nach außen. Einmal so. Dann rastet ihr die hier unten ein. Das gleiche hier wieder. Einrasten. Die Beine gerade machen. So. Anschließend rastet ihr hier die schrägen Arme gerade ein. Und dreht den Kopf einmal so nach vorne. Allerdings noch nicht die Laserkanone nach hinten klappen, sondern vorne lassen. Jetzt dreht ihr die Figur wieder rum. Dreht nochmal das Gearwerk nach oben, dreht diesen Brustkorb nach unten, klappt die Klappe nach oben, dreht den Kopf nach vorne, dreht jetzt die Rückseite komplett einmal herunter. Na, sagt er gerade, Moment. So, einmal und rasten den Rücken hier ein, klappen einmal die obere Platte zu, das zu. Klappen das zu und oh Mann, er ist riesig. Ein bisschen weiter zurückgehen und schon habt ihr quasi den uralten klassischen Jetfire, so wie wir ihn halt auch aus der Generation One Line kennen, nur halt mit ein paar kleinen Extras, das heißt neuen Bemalungen und natürlich auch den Brustkorb ausgetauscht, aber den könnt ihr auch, wie gesagt, durch den durchsichtigen tauschen. Das ist euch überlassen.
Die Figur an sich hat keine allzu großen Bewegungen. Ihr könnt das Bein nach vorne bewegen, könnt das Knie nach unten bewegen. Die Füße sind relativ begrenzt beweglich. Den Arm könnt ihr einmal um 380 Grad drehen. Die Arme könnt ihr drehen, könnt ihn auch die Ellenbogen anwinkeln, könnt den Arm zur Seite bewegen. Die Fäuste sind fest und den Kopf könnt ihr einmal um 360 Grad drehen und nach unten oder nach oben winkeln. Das war es eigentlich auch schon. Ich finde, diese Figur ist ziemlich cool gemacht. Um noch einmal euch einen Einblick von der Packung zu zeigen. Hier seht ihr es auch nochmal eindeutig. Da werden auch die einzelnen Modi erklärt. Ihr habt einmal oben ein Szenenbild quasi vom Kampf, wie er durchs Weltall fliegt im Robotermodus. Dann habt ihr einmal links den Fighter-Modus, den Gearwalk-Modus und dann noch einmal den sogenannten Battleoid-Modus. Battleoid ist eigentlich, die zusammengewürfelte Form aus zwei verschiedenen Worten. Battle Droide, deswegen Battroid. Ich finde die Verpackung ziemlich geil gemacht. Natürlich japanisch gehalten oder chinesisch, ich bin mir jetzt da nicht sicher. Ich als Laie kann es nicht wirklich unterscheiden. Allerdings finde ich sie ziemlich cool. Ihr seht es auch oben nochmal. VF1S Valkyrie, Pilot ist Roy Fokker. Wie gesagt, ich finde die Figur ziemlich cool. Bin hellauf begeistert, dass ich die günstig bekommen konnte. Ist jetzt allerdings auch schon knapp 2 Jahre her. Muss sagen, ich habe es nicht bereut. Auch wenn es die klassische Version dieser Figur ist. Die neueren Versionen sind noch viel gelenkiger. Da kann man noch die Hüftgelenke bewegen, zur Seite die Beine bewegen, wie auch immer. Unten nochmal drehen und mit Kugelgelenken etc. etc. Habe ich auch. Ebenso von Roy Fokker. Die Figur werde ich allerdings später dann einmal in meinen Reviews zeigen. Dazu ist allerdings jetzt noch nicht die Zeit. Wie ihr hier bei dem Karton natürlich auch seht, sind hier nochmal an den Schultern Sticker angebracht. Und an den Armen etc. Die habe ich hier noch nicht angebracht. Das seht ihr hier oben. Das wird von mir auch nicht geschehen, da ich die Figur gerne so im Original behalten würde. Und habe die, Sticker noch quasi hier in der Packung drinne und werde sie später erst dann irgendwann einmal anbringen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Review gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexfu.